Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Morrel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Let's Play City Skylines. Ja, Leute, ihr seht, ich bin hier gerade unterwegs mit der Polizeistreife und durch unsere kleine Stadt. Und ich finde das, hab mir das gerade schon ein bisschen angeguckt. Ich finde das so schön hier, wenn man hier du so durchfahren kann. Das hat wirklich was. Und das mag ich an diesem Spiel auch so. Anders als bei anderen Spielen, um jetzt keine Namen zu nennen. Aber hier kann man wirklich eintauchen in die Stadt. Ich habe sogar gehört, es wird eventuell mal eine Mod geben. Mit der man so ähnlich wie in SimCopter früher, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch kennt, dann durch die Stadt fliegen kann mit einem Hubschrauber. Ich glaube, eine Flugzeugmod gibt es schon, die werden wir uns später auch nochmal mit ansehen. Und ja, da bin ich aber schon gespannt drauf, ob das was wird mit dieser Mod, ob es funktioniert oder nicht. Da lasse ich mich mal überraschen, weil das wäre natürlich schon grandios, wenn man dann mit einem Helikopter durch die eigene Stadt fliegen kann. Und sich das Ganze natürlich auch in realistischer Art und Weise von oben ansehen kann. Und ja, wir werden es erstmal weitermachen. Wir haben schon wieder eine große Nachfrage nach Wohngebiet natürlich. Wobei es generell um unsere Stadt ganz gut aussieht. Ja, wir haben fast die 5000 Einwohnermarke erreicht. Finanziell sieht es auch sehr gut aus. 72.000 haben wir schon auf dem Konto. Die werden natürlich schneller wieder weg sein, als uns lieb ist, wenn wir dann hier das ein oder andere gebaut haben. Und wir werden damit auch gleich mal fortfahren, denn wir müssen, wie gesagt, neue Gebiete erschließen, neues Wohngebiet erschließen. Und das hier ist ja nun langsam schon ganz voll geworden, oder langsamer sicher wird es immer voller. Hier hat man noch ein bisschen Platz und ich habe dann jetzt aber schon überlegt, ob wir hier nicht dann auch langsam anfangen. Deswegen hatte ich das Gebiet ja auch gekauft, unter anderem. Hat aber gesagt, hier die Autobahn wollen wir noch anders legen. Das werden wir mal wahrscheinlich gleich in Angriff nehmen. Und wenn wir das machen, dann müssen wir, glaube ich, schon die Brücke hier anders setzen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen möchte, aber wir werden uns mal drum kümmern. So, da bauen wir hier erstmal die Autobahn etwas um. Ne, so möchte ich das nicht. Ich werde mal, ist der Zugang hier notwendig? Die können doch notfalls auch woanders langfahren. Genau, die können notfalls auch außen rum. Das heißt, ich kann die Straße hier durchaus mal unterbrechen. So. Und dann werden wir das mal hier etwas verändern. So, weg mit dir. Denn ich mag die nicht so direkt dann mitten durchs Wohngebiet ja, vom Verlauf her so haben. Sie soll ein bisschen außen rum gehen. Und das kriegen wir aber hier, glaube ich, ganz gut hin. So, das heißt, wir bauen jetzt hier eine etwas stärkere Kurve, setzen dann die Brücke hier rüber, vielleicht auch noch in der Kurve oder machen wir das mit Pfeilern? Ich denke mal, wir werden es ohne Pfeiler machen und dann hier lang und richtig schön außen rum. Wird natürlich dann vielleicht die Sicht für die, die hier drüben wohnen, etwas gemindert dadurch. Aber gut, das soll ja früher oder später eine Großstadt werden. Eine Weltmetropole, um es nicht so auszudrücken. So. Da lang, da lang. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Verbindung wieder hier rüber. Wobei ich hier die Brücke, glaube ich, noch nicht abreißen kann. Da fehlt uns das Gebiet hier noch dafür. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine andere Lösung dafür finden. Wir werden erstmal hier eine scharfe Kurve reinsetzen. Aber es müsste soweit passen. So, dann haben wir hier nämlich unsere neue Verbindung. Das gleiche machen wir jetzt hier auf dem Rückweg natürlich auch noch. Das heißt, werde auch hier erstmal unterbrechen. Doch, die Brücke könnte ich bis dahin sogar abreißen. Naja, aber wir lassen es erstmal so. So, ihr kommt weg. Und dann werden wir das natürlich doch dementsprechend noch mit anpassen. So, bis wohin? Bis. Na, machen wir mal dahin. Okay. So, und dann legen wir die Autobahn hier neu. Ich finde das auch toll, dass man hier wirklich freie Gestaltungsmöglichkeiten hat, was auch die Autobahn angeht. Dass man die
Also allgemein, was die Straßen angeht, dass man die wirklich frei platzieren kann, so wie man es gerade möchte, wie man es braucht. Dass es da keine Auferlegung gibt im Groben und Ganzen, also dass man wirklich fast überall freie Hand hat. Das hat man, glaube ich, nicht in jedem Spiel bisher gehabt. Ich glaube, das ist einer der Vorreiter hier, was das angeht. Und das ist so sympathisch an dem Spiel, das mag ich. So, da lang. Und es soll ja möglichst parallel sein. Da lang. Und jetzt hier auch in die scharfe Kurve rein. Ich glaube, hier müssen wir anfangen. Ne, kommen wir noch ein bisschen weiter. Kommen wir dann jetzt hier noch rum? Ja, wir kommen noch rum. Wunderbar. Okay, und dann natürlich in die Brücke noch wieder rüber. Vorher noch die Kurve legen. So, und jetzt müssten wir hier eigentlich ganz gut rüberkommen. Jawohl. Hier noch um die Kurve und dann zack. Ran damit. Und dann haben wir hier nämlich schön Platz für Wohngebiete, ohne dass die gleich von der Autobahn, von dem Lärm, der auf der Autobahn natürlich zwangsläufig irgendwo stattfindet, dass die sich zu sehr belästigt fühlen. Da kann man hier zum Beispiel Gewerbegebiet bisschen ranmachen entlang der Autobahn und dann danach aber hier schönes Wohngebiet. Oder später können wir auch Bürogebiete bauen. Ja, wenn wir dann höher gebildete Leute haben, dann können wir Bürogebiete uns erschließen. Und schaffen dadurch natürlich dann auch Arbeitsplätze und das aber auf eine saubere Art und Weise im Vergleich zur Industrie, wo sich hier ja der ganze Schmodder schon irgendwo ausbreitet. Okay. So. Da können wir das eigentlich nutzen. Also das mache ich noch nicht gleich. Ich will hier erstmal ein bisschen dafür sorgen, dass wir es noch ausbauen. Dass wir das Gebiet hier noch voll machen, zumindest erstmal. Da werden wir hier mal eine Abzweigung von der Straße nehmen. Und habe ich schon ausgewählt, wunderbar. Und die führen wir dann hier auf der anderen Seite des Friedhofs entlang. Wir könnten überlegen, ob wir hier noch eine Verbindung ranmachen. Wenn dort eh eine Kreuzung ist, da können wir die auch gleich in beide Richtungen nutzen. Das machen wir mal. Okay. So, dann hier vielleicht noch lang. An der Autobahn in die Kurve und wir werden das mal nicht gleich dort verbinden, aber vielleicht hier so. Jawohl, das müsste passen. Gut, dann können wir das hier auch gleich wieder ausweisen als Wohngebiet. Nein, wie wollte ich das machen? Moment, so glaube ich. Haben wir alles abgedeckt? Jawohl. Sieht gut aus. So, man hat auch wieder das Klicken im Hintergrund gehört. Also die Gebäude werden weiterhin aufgewertet. Das ist sehr gut. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar mehr Parks bauen. Ein Hüpfburg im Wohngebiet wäre vielleicht auch mal eine Idee. Wo können wir die hinsetzen am besten? Hier. Ich glaube, eine Hüpfburg haben wir auch noch nicht. So, dann brauchen wir natürlich noch Wasserleitung. Zack. Und dann wird sich das hier auch allmählich füllen, natürlich. Ja, ich finde das schön, wenn man hier so einen Blick drüber wirft. Das gefällt mir. Hier von der Autobahn aus unser gesamtes Wohngebiet, das wir hier erschaffen haben. Das Karussell wird fleißig genutzt. 34 Besucher in der letzten Woche waren hier. Es sieht mir aber noch viel mehr aus hier. Na, wir schauen mal. Das wird sich ja noch alles entwickeln. Das wird bestimmt noch mehr in Anspruch genommen werden. Und das Klickern nimmt gar kein Ende mehr hier. Sehr schön. So, wir können inzwischen auch schon eine Oberschule bauen. Auch das werden wir mal in Angriff nehmen. Es ist nur die Frage, wohin damit? Es muss ja auch möglichst zentral platziert werden, dass die Abdeckung möglichst hoch ist. Und hier können wir sie gar nicht ransetzen. Okay. Dort vielleicht, aber da ist nicht alles abgedeckt. Ich denke mal, hier wäre vielleicht ein günstiger Ort oder vielleicht sogar hier. Ich denke mal, hier werden wir sie hin platzieren, die Oberschule. Und da sieht man wirklich große Ausbreitung hier im gesamten Stadtgebiet. Das ist sehr gut.
Helle Freude über eine Schule. Naja. Aber wie gesagt, ist ja notwendig. Und man hört es auch gleich wieder klickern. Die Gebäude werden wieder ausgebaut. Sehr gut. Es entstehen natürlich durch den Gebäudeausbau auch mehr, entsteht mehr Wohnraum, also mehr Plätze für Mieter. Das heißt, wir erhöhen unsere Wohnkapazität eigentlich auch dadurch, dass wir halt hier für mehr Dienstleistung sorgen. Jetzt müssen wir natürlich aber auch dafür sorgen, jetzt wo die Bildung sozusagen ansteigt, dass auch die Arbeitsplätze für gebildetere Leute natürlich auch entstehen. Und da werden wir mal einen Blick drauf werfen, wie der Gebäudeausbau jetzt hier beim Gewerbegebiet schon ist. Ja, es ist schon ein bisschen, es wird langsam. Und da sieht man hier zum Beispiel auch schon, jetzt werden nicht nur mal ungebildete Leute gefragt, sondern eigentlich mehr gebildete und sogar ein, zwei gut gebildete Leute. Also es ist wirklich notwendig, dass wir hier was tun. Denn je mehr natürlich wir in die Bildung reinstecken, desto mehr Arbeitsplätze werden in diesem Bereich dann auch gesucht. Und das heißt, wir müssten eigentlich auch mal unser Industriegebiet etwas aufwerten, weil sonst kriegen die keine Arbeiter mehr. Weil die haben halt Nachfrage nach ungebildeten Leuten. Und wir werden halt aber auch im Laufe der Zeit immer weniger ungebildete Leute haben. Einfach halt durch die Grundschule allein. So. Aber ich sehe, Grundschule können wir noch eine weitere bauen. Da haben wir noch nicht ganz den Bedarf abgedeckt. 471 berechtigte Schüler haben wir. 300 Kapazität ist erst da. Das heißt, wir haben volle Klassenräume. Und wir müssten eigentlich hier noch ein bisschen was dafür tun, dass hier noch das Gebiet etwas besser abgedeckt ist. Ist nur die Frage, wo genau möchten wir das hinhaben? Ich möchte ja auch, dass die hier vorne vor allem auch gut leben. Das ist ja unser Luxusviertel dann im Endeffekt. Schön wenig Lärm und gute Aussicht. Und ja, das müssen wir ein bisschen aufwerten hier, dass dann auch tolle Gebäude dort entstehen. So, ich werde die Grundschule mal dorthin setzen. Und jetzt reicht es auch von der Kapazität her. Oberschule, ja, die Nachfrage können wir gerade so noch abdecken, aber es wird auch grenzwertig. Also wir werden dann über kurz oder lang natürlich noch eine zweite bauen müssen. Und wir können das aber, glaube ich, für den Moment erstmal so lassen. So, ich wollte ja, genau, wir haben, glaube ich, jetzt das Geld dafür. Ich wollte ja auch ein Recycling-Center bauen, dass wir die Mülldeponien etwas entlasten können. Genau. Da können wir jetzt hier nämlich im Gewerbegebiet, wo es eh laut sein wird, ein kleines Recycling-Center hinsetzen, wobei ich hier, glaube ich, dafür eine extra Straße setzen werde. Die werden wir mal hier und möglichst gerade auch lang bauen. Und dann gucken wir mal, ob wir das gut verbunden kriegen. So. Dann hier bitte den Recycling-Center hin. Mach mal, muss man hier noch ein bisschen Platz lassen, glaube ich. Mach mal hier hin. Denn das Dumme ist eigentlich, hier ist schon automatisch eine Einbahnstraße dran gesetzt. Das heißt, die muss natürlich auch irgendwie irgendwo hinführen. Und die Einbahnstraße werden wir jetzt, ich überlege, ob wir die zum Kreisverkehr führen oder hier außen rum einfach. Wir könnten sie zum Kreisverkehr führen. Dann haben sie einen kürzeren Weg dort lang natürlich. Dann können sie direkt von hier auf den Kreisverkehr drauf fahren und sich dann darüber natürlich gut in der Stadt verbreiten. Das machen wir einfach so, das lassen wir. So, dann können wir hier noch auch Gebäude ein bisschen ransetzen. Da bleiben wir natürlich beim Gewerbegebiet. Da füllen wir das hier ein bisschen aus. Und dann können sich hier auch Gewerbe ansiedeln. Jawohl, wir brauchen noch ein bisschen Wasser dort. So. Machen wir hier auch gleich alles voll. Jawohl. Und da haben wir auch noch eine kleine Lücke, falls wir da noch was hinsetzen, dass die dann nicht klagen. Wunderbar. Und jetzt müssten die Müllwagen auch eine bedeutend weitere Range haben. Ja, man sieht, das ist jetzt hier schon alles in Grün eingefärbt, die Straßen. Das heißt, das ist eine gute Abdeckung. Und da können wir, glaube ich, oder haben wir erstmal unser Müllproblem soweit beseitigt. Es wird nicht ganz reichen, um die Deponien komplett zu entlasten. Man sieht, es wird mehr Müll hergestellt, als wir verbrennen können.
Aber das werden wir dann über kurz oder lang natürlich durch eine weitere Verbrennungsanlage dann noch in Angriff nehmen. Und für den Moment können wir das aber, glaube ich, noch so lassen. Wir haben noch ein bisschen Kapazität in den Mülldeponien, das ist soweit in Ordnung. Ja, wie sieht's parkmäßig aus? Da könnten. Oh, hier hinten in der Ecke, da ist noch gar nichts. Da müssen wir uns mal drum kümmern. Haben wir diesen Zankenplaser eigentlich schon gesetzt? Ich weiß es gar nicht, aber den werden wir jetzt hier mal mit hinsetzen. Was haben wir noch für Parks? Einen kleinen Park, der doch ganz schön groß ist. Naja, den werden wir trotzdem mal mit dazu setzen noch. Und zwar so. Und man sieht, wie sie sich freuen und die Gebäude ausgebaut werden. Das Klickern nimmt kein Ende, das mag ich, das Geräusch. Ein Platz mit Bäumen. Ja, auch den können wir uns hier gönnen. Ist eigentlich ganz niedlich. Jawohl. Und so wird das langsam aber sicher immer besser ausgebaut. So, wir bräuchten bestimmt noch eine Feuerwehr. Wir haben dort unten schon eine. Hier müsste eigentlich noch eine hin. Wobei wir eigentlich inzwischen auch schon die große bauen können. Da bauen wir allerdings 60.000 Dollars oder Credits, wie auch immer dafür. Haben wir aktuell nicht. Haben wir gerade mal die Hälfte. Aber wir müssen eigentlich was machen, was das angeht. Also hier wäre, glaube ich, so eine große Feuerwache ganz praktisch, weil die hat dann auch gleich ein riesiges Abdeckungsbereich natürlich. Das heißt, wir werden mal kurzzeitig drauf sparen, denke ich mal. Wir haben immer noch Nachfrage nach Wohngebiet. Ja, die Leute mögen unsere Stadt. Das nimmt kein Ende hier. Und ja, wir schauen mal. Wir müssten jetzt eigentlich hier drüben anfangen zu bauen. Mit den Wohngebieten. Die Leute kommen hier her und brauchen jetzt natürlich eine Abfahrt, wenn sie hier ins Wohngebiet, ins Neue rein wollen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es machen will. Die Leute, die von hier kommen, wollen natürlich dann auch irgendwie dort rüber. Aber ich teste das jetzt einfach mal. So, dann nehmen wir so eine kleine Abfahrt und versuchen die mal hier dann möglichst schön über die andere Straße zu bringen. So. Erstmal bis dahin. Den Anschluss müssen wir uns dann später angucken, wie wir es genau haben wollen. Die Leute wollen dann eigentlich auch abfahren. Das heißt, hier wird ein Zubringer sein. Und ich überlege, ob wir dann noch einen extra Zubringer für die Autobahn machen. Das heißt, hier kommen die Leute rein in die Stadt und da fahren sie vielleicht raus. Was man vielleicht auch wieder über einen Kreisverkehr regeln kann. Wir schauen mal, wie das ist. Da setze ich aber wahrscheinlich gleich hier einen großen hin. Wie machen wir das? Machen wir vielleicht direkt so. Das kommt erstmal weg. Okay. So, dann kommen die Zubringer. Die werden wir hier anschließen an den Kreisverkehr. Einmal so. So ist besser, glaube ich, genau. Und einmal. Kann man das hier mit ran? Kriegt man das? Geht das? Kriege ich das notfalls hier irgendwie? Nee. Dann muss es eigentlich von der Seite sein. Aber dann haben wir da zwar eine etwas schärfere Kurve, aber ich glaube, das ist machbar. So, und genauso braucht man natürlich Abfahrten vom Kreisverkehr wieder zur Autobahn rauf. Einmal nach da, das ist relativ simpel gemacht. Und jetzt braucht man natürlich noch eine hier rüber. Wie macht man das am günstigsten? Ich denke mal, wir werden das hier außen rum bauen. So, gucken wir mal. Also es muss erstmal nach oben natürlich geführt werden. Dann hier rüber. Ort ist belegt, Ort ist belegt, Ort ist belegt. Kriegt man das nicht hin, hier rüber? Woran störst du dich denn? Ist zu flach wahrscheinlich, kann das sein? Genau, ist zu flach gewesen. Okay. So, jetzt müssen wir aber das irgendwie schaffen, dass hier die Straße wieder runter geht. Hier, perfekt. Okay. Gut, da hätten wir hier eigentlich schon Auf- und Abfahrten von Autobahnen. Das ist wunderbar. Und dann können wir hier mit der Besiedlung des neuen Gebietes beginnen. Sehr schön.
Da werden wir natürlich hier wieder die Küstenlinie nutzen für schicke Wohngebäude. Wobei ich eigentlich noch irgendwo Platz lassen möchte. Gibt es hier eigentlich eine Eisenbahn? Ja, ich will auch irgendwo mal eine Eisenbahn lang bauen. Denn auch das, also wenn man so mit der Eisenbahn dann mitten durch die Stadt fährt, an den Wolkenkratzern dann teilweise vorbei, das sieht richtig toll aus. So, aber erstmal brauchen wir hier ganz normales Wohngebiet. So. Überlege, ob ich auch gleich hier eine große Straße nehme. Eine sechsspurige. Wir könnten natürlich auch mit so eine kleine Baumallee nehmen. Das ist für die Leute dann, ich glaube, die finden das hübscher. So, die führen wir mal hier durch. Wir werden dann hier hinten wahrscheinlich auch noch eine Auf- und Abfahrt machen. Deswegen setze ich die gleich mal hier ein bisschen in der Form durch. Dann können wir ja hinten schon mal provisorisch den Kreisverkehr für die Auf- und Abfahrt dazu nehmen. Oder wir machen hier eine andere. Na, okay, das lasse ich mal noch offen, das überlege ich mal noch. So, dann kommen hier erstmal Gebäude rein. So. Und ihr braucht dann natürlich auch noch alles Mögliche, Wasser, Strom und so weiter. Das ziehen wir mal von hier drüben gleich hierher. Und dann hier die Straße entlang. Okay, haben wir auch soweit. Und Strom braucht ihr oder wollt ihr, glaube ich, auch noch. Da müssen wir jetzt so eine wohl oder übel so eine hässliche Stromleitung hier lang legen. Aber das wird ja, glaube ich, vielleicht nur für den Moment so sein. Das gibt sich ja dann irgendwann. So, dort hinten wollt ihr. Okay, kriegt ihr dort hinten. Geht auch. So. Es steigt auch langsam unsere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Ihr habt eigentlich eine richtig tolle Anbindung über die Autobahn. Ihr könnt dann hier auf die Autobahn rauffahren, hier rüber, bis direkt in den Kreisverkehr rein und dann seid ihr direkt im Gewerbegebiet. Das ist ganz praktisch gemacht. So, was ist hier los? Achso, die habe ich auch ausgeschaltet. Okay. So entwickelt sich das langsam. Wir werden aber auch hier drüben, denke ich mal, dann ein Gewerbegebiet dazu bauen. Oh, Stromprobleme. Wir brauchen, glaube ich, neue Turbinen. Jawohl, dann setzen wir hier einfach noch welche mit dazu. Ich glaube, wir können es auch uns aktuell sehr gut leisten. Wir verdienen 3.500 die Woche. So viel haben wir, glaube ich, noch nie verdient. Und haben inzwischen auch schon 44.000. Wie sieht es eigentlich mit unserem Darlehen aus, was wir mal aufgenommen haben? Ist das schon abbezahlt? Jawohl, ist schon weg. Wunderbar. Gut, da wird das langsam. So, ich nutze gerade mal die Zeit, also mich hier umzuschauen. Ich finde das immer so schön hier. Und wir sind eine große Kleinstadt. Okay. Können jetzt, glaube ich, wichtige neue Gebäude bauen. Einmal hier die großen Gebiete, also die dicht besiedelten. Das ist ganz wichtig. Und auch für mich ganz wichtig, U-Bahn-Station und Müllverbrennungsanlage. Die richtige Müllverbrennungsanlage. Die erzeugt nämlich nebenbei auch noch Strom. Die kann man immer gut im Industriegebiet platzieren. Und U-Bahn ist aber auch ein wichtiger Punkt, denn dann können wir sozusagen den Leuten, die hier wohnen, einen direkten U-Bahn-Tunnel hier rüber bauen. Und dann können die quasi ohne Probleme relativ schnell von hier ins Gewerbegebiet reinfahren. Und natürlich könnte man noch eine Direktverbindung zum Industriegebiet hier machen. Was wir eigentlich auch nach unten mehr ausbreiten müssten im Laufe der Zeit. Das heißt, wir müssten hier diese Karre mal dazu bauen, dass wir da nicht weiter nach oben gehen müssen. So, dann machen wir auch direkt, können wir uns gerade leisten. Und dann können wir das hier nämlich dann über kurz oder lang auch dementsprechend dann erweitern und ausbauen. So, hier diese Zufahrten, die werden wir auch noch mal jetzt so allmählich entfernen. Die brauchen wir hier nicht mehr. Weg damit. Und das Industriegebiet, für die lasse ich die mal noch, weil sonst wird sie es ja sehr schnell im Kreisverkehr stauen. Da machen wir dann hier lieber noch dann bei Gelegenheit dann eine Auffahrt extra für die Industrie. Das lassen wir für den Moment erstmal so. Okay, jetzt können wir wie gesagt schon dicht besiedelte Wohngebiete bauen. Das finde ich ganz toll, weil da werden wir hier hinten mal damit anfangen, wo wir gerade die kleinen noch gelegt hatten. Werden wir jetzt mal daraus einfach dicht besiedelte machen. Dann können hier nämlich gleich größere Gebäude entstehen und das ist eigentlich auch das Gebiet dafür, was ich dafür vorgesehen habe. Hier sollen dann die ganzen Wolkenkratzer hin, die ganzen großen Bürogebäude später auch. Und natürlich Einkaufsmöglichkeiten, das ist auch wichtig. Und das alles natürlich aber so in der größten Form, wie es auch nur möglich ist.
So. Und deswegen fangen wir hier schon mal mit an. Das Gebiet dort drüben, also hier unsere Altstadt, die lassen wir so in dem kleinen, in dem grün besiedelten Modus sozusagen. Das finde ich dort schöner. Ist halt die Altstadt. Da hat man nicht so viele Wolkenkratzer im Normalfall. Und das wird sozusagen unsere Partymeile hier werden später mal. Und unsere Skyline, wenn man dann vom Meer kommt, das muss man natürlich auch noch machen, dass wir hier dann vielleicht irgendwo mal einen Hafen bauen. Wenn man dann hier vom Meer kommt, dass man gleich sieht, okay, ja, das ist eine Metropole. So, das machen wir alle, aber alles natürlich peu à peu. Jetzt, glaube ich, haben wir es schon fast geschafft für diese Aufnahme. Wir haben das hier noch erweitert, das ist soweit in Ordnung. Da bauen wir dann auch in der nächsten Folge natürlich weiter dran, dass hier wirklich unsere größte oder dicht besiedelste Population auch ist. Wir werden das schon noch ausweisen. Das machen wir noch diese Folge als neues Gebiet. Und das erinnert mich so ein bisschen an New York hier, an Manhattan. Also Manhattan ist, glaube ich, nur eine Halbinsel. Aber so ein bisschen Ähnlichkeit hat es damit. Das finde ich ganz toll. Aber wir werden das, glaube ich, etwas anders nennen. Also Manhattan werden wir es nicht nennen. Das heißt aktuell Grünberghügel. Ich würde das mal so machen. Ich denke mir mal bis zur nächsten Folge einen Namen dafür aus. Und wenn ihr natürlich selber Vorschläge habt, ihr wisst es, dann einfach in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir, was sich umsetzen lässt. Ich wünsche euch erstmal natürlich wie immer noch einen schönen Nachmittag. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.